Guten Tag miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die Sortierung gehen. Der Hintergrund ist ja das Super League Projekt und wenn ich da diese Tabelle, die erzeugt werden soll, anschaue, sehe ich, dass die rangiert ist und zu diesem Zweck am besten vorher sortiert wird. Für die Sortierung gibt es mehrere Kriterien. Das erste ist die Anzahl Punkte. Von vielen Punkten bis wenige Punkte absteigend sortiert. Jetzt kann es aber sein, dass zwei Mannschaften die gleiche Anzahl Punkte haben. In diesem Fall soll ein zweites Kriterium hinzugezogen werden, und zwar die Tordifferenz, die wiederum absteigend zu sortieren ist. Heute möchte ich zeigen, wie man eine solche Sortierung nach mehreren Kriterien umsetzt. Und ich habe hierzu das Repository Sorting vorbereitet, das ich dann gleich noch auf öffentlich stellen werde. Also gehen wir mal rein. Ich klone das zuerst mal, mache Visual Studio Code auf, kopiere die URL und lege es einfach mal da bei mir lokal ab und öffne sogleich das Repository. Warte einen kleinen Moment, werde dann gefragt, ob ich da irgendwelche Sachen importieren möchte. Ist die jetzt der Fall? Ich beantworte mit Yes und habe jetzt diesen VS Code Ordner. Und wichtig ist das Projekt Sorting. Das hat wiederum die Klassen drin, die Sie vielleicht schon vom vorherigen Video kennen, also das String Formatting. Also sind wiederum die Klassen Table, welche eine ganze Tabelle repräsentiert. Die ganze Tabellenausgabe ist schon umgesetzt. Dann die unveränderte Klasse Table Row und schließlich das Programm.cs. Hier habe ich einige Änderungen vorgenommen. Ich habe jetzt 4 Vereine, die ich der Tabelle hinzufüge. Und wichtig, Anzahl Punkte. FCB und FCL haben beide 55 Punkte. FCB aber ein Tor mehr geschossen als der FCL. Und GC und St. Gallen haben jeweils die gleiche Punktezahl und die gleiche Torzahl. Und ich möchte hier dann demonstrieren, wie man das trotzdem in eine definierte Reihenfolge bringt. Ich starte mal das Programm, damit man sieht, wie aktuell die unsortierte Ausgabe aussieht. Die erste Ausführung dauert einen Moment. Wunderbar, das hat geklappt. Aber man sieht, die Sortierung, die ist nicht gemacht. Das ist eine kann eine zufällige Ausgabe sein, tatsächlich ist aber die Reihenfolge des Hinzufügens, weil ich ja die sequenziell hinzufüge und dann entsprechend einfach in dieser Reihenfolge durchgehe. So, jetzt zum Sortieren muss ich mal ein bisschen ausholen, bevor wir uns an die Sortierung dieser Klassen bzw. Objekte wagen mit mehreren Kriterien. Schauen wir uns mal grundsätzlich an, wie die Sortierung in .NET funktioniert. Und dazu mache ich mal eine Liste von Zahlen. New List Int. Und da kann man hinten ein paar Zahlen mitgeben. So schön unsortiert. Und dann gebe ich das einfach mal aus. Ein For Loop. Console.WriteLineNumber. Eigentlich können wir dann Return machen hier unten, damit dann keine weitere Ausgabe erfolgt. Das ergibt diese Warnung, aber die ist jetzt nicht weiter schlimm. Und jetzt einfach schnell diese Sachen hier ausgeben. 53719, 53719, das ist die ursprüngliche Sortierreihenfolge. Was ich jetzt machen kann: Diese Liste hat eine Sort-Methode
Und die sortiert standardmäßig aufsteigend. Also 1, 3, 5, 7, 9 sollte jetzt die Reihenfolge lauten, wenn ich hier Sort aufrufe. Sort sortiert die Liste intern, das heißt, sie gibt nicht etwa eine sortierte Liste zurück, sondern verändert meine Numbers-Liste hier. Demonstriere das schnell. 1, 3, 5, 7, 9, ja, das ist korrekt aufsteigend sortiert. Wenn ich das jetzt absteigend sortieren möchte, könnte ich einerseits diese Liste umdrehen, aber ich möchte jetzt lieber mal zeigen, wie das konzeptionell funktioniert und wie wir das entsprechend anpassen können. Also hebe diese Zeile etwas hervor hier. Und jetzt kann man dieser Sort-Methode kann man eine sogenannte Lambda-Expression mitgeben, x und y, das kennen Sie ja schon aus dem Unit-Testing, und dann einen Codeblock. Also was passiert jetzt hier? Schreiben wir einfach Return 0, damit keine Warnung kommt. Was funktioniert folgendermaßen? Die Sort-Methode nimmt jeweils zwei Elemente und ruft dann diese Funktion auf, die ich hier definiere. Also 5 und 3, x wäre dann 5 und y wäre dann 3. Dann kann ich die miteinander vergleichen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, drei Werte zurückzugeben. Wenn ich 0 zurückgebe, heißt es, die beiden sind gleich groß und die Reihenfolge kann beliebig gewählt werden. Wenn ich minus 1 zurückgebe, heißt das, die vordere Zahl soll zuerst kommen und dann die hintere. Wenn ich plus 1 oder einfach 1 zurückgebe, dann heißt es, die andere soll zuerst kommen, also y. Schauen wir uns mal den Effekt an. Wenn ich jetzt einfach mal 1 zurückgebe, 5, 3, ja, dann wird nichts verändert, weil ja alle für alle Zahlen ungeachtet ihres Werts einfach immer das gleiche zurückgebe. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Interessant ist zum Beispiel, wenn ich x minus y zurückgebe, dann erhalte ich wieder die aufsteigende Sortierung. Weil, wenn y größer als x ist, wird x minus y eine negative Zahl zurückgeben. Und eine negative Zahl sagt ja zuerst das erste und dann das zweite, was eine aufsteigende Sortierung ergibt. Wenn ich jetzt hingegen y minus x zurückgeben werde, ist hier genau das Gegenteil, es wird absteigend sortiert. Also das kann man recht kurz und konzis ausdrücken, wenn man das so macht. Machen wir es aber ein bisschen ausführlicher. Also wir wollen das jetzt absteigend sortieren. Daher kann man prüfen, wenn x kleiner als y ist, was soll dann zuerst kommen? Dann soll zuerst y kommen. Also gebe ich dann 1 zurück. Wenn hingegen x größer als y ist, soll zuerst das x ausgegeben werden, darum nehme ich minus 1. Und sonst, also eigentlich, wenn die gleich groß sind, ist der einzige Fall, der übrig bleibt, gebe ich einfach 0 zurück. Schauen wir, ob ich das richtig gemacht habe. Korrekt, wird eine absteigende Sortierung umgesetzt. Wenn ich die aufsteigende Sortierung haben möchte, muss ich einfach wieder meine Kriterien ändern. Also wenn x größer als y ist, dann soll y zuerst kommen. Und hier das genaue Gegenteil. Der Gleichfall bleibt. Und schon habe ich wieder eine aufsteigende Sortierung. Gut, so viel zu den Zahlen. Ich lösche jetzt einfach mal diesen Code wieder. Brauche ich ja nicht mehr. Und widmen uns stattdessen wieder der Tabelle, denn die ist ja immer noch unsortiert. Also, wie wollen wir das Ganze angehen? Ich schlage vor, wir gehen in die Table selber hinein. Und wir können jetzt einfach mal in der ToString-Methode, könnte man jetzt hier eine Sortierung aufrufen. Stellen wir vielleicht eine Methode zur Verfügung, public void sort, welche dann einfach die interne Liste mit den Zeilen umsortiert. Von der ToString-Methode muss das natürlich aufrufen. Mache ich einfach mal sort. Dann sollte eine sortierte Folge zurückkommen. Dieser Methode drin rufe ich dann eben auf meinen Rows das Sort auf und mache wieder hier diese Lambda-Expression mit einem Codeblock.
Ich habe das falsch gemacht. Ah, ich gebe nichts zurück, das ist das Problem. Ja, so kann ich einfach die Sortierreihenfolge beibehalten bzw. beliebig machen. Das funktioniert immer noch. Also X und Y sind jetzt zwei Teams. Fangen wir beim ersten Sortierkriterium an und prüfen, x.points hat x mehr Punkte als y. Wenn das der Fall ist, soll ja x zuerst kommen. Also gebe ich minus 1 zurück. Wenn hingegen x weniger Punkte hat als y, dann soll ja y weiter oben kommen. Es hat ja mehr Punkte. Return 1. Also minus 1 das links, plus 1 das rechts. Dann bleibt noch der Fall, wenn beide gleich viele Punkte haben, den wir da durchaus haben können, gebe ich 0 zurück. Jetzt schauen wir mal, ob die Sortierung nach Punkten funktioniert hat. Ja, das hat geklappt. Ich habe zuerst die beiden Mannschaften mit 55 Punkten und dann die beiden Mannschaften mit 54 Punkten. Jetzt aber die Tore, 63-62, 50-50, die stimmen jetzt zwar, sind aber eigentlich nur zufälligerweise richtig. Jetzt gehe ich mal beim FCL hier das ändern. Der hätte jetzt also gleich viel Punkte wie Basel, aber ein Tor mehr. Schauen wir mal. Ja, man sieht also, diese Sortierung nach Toren ist noch nicht korrekt. Gehe zurück in meine Klasse. Und ich habe jetzt diesen Else-Teil, wo ich sage, ja, die sind jetzt gleichwertig, weil die gleich viele Punkte haben. Das möchte ich jetzt aber ein bisschen ausdifferenzieren. So kann ich einfach hier unten anfügen, x-goals mehr als y.goals. Also wenn die links mehr Tore haben als die rechts, dann sage ich, x soll weiter oben kommen, also return minus 1. Wenn hingegen x-goals weniger ist als y.goals, dann soll das y weiter oben erscheinen. Und sonst, wenn wirklich Punkte gleich sind und Tore gleich sind, dann ist halt die Reihenfolge wiederum beliebig. Gebe das jetzt aus. So, das hat geklappt. Punkte sind sortiert, Tore sind sortiert, absteigend. Und jetzt habe ich halt den Fall noch, wo GC und FC St. Gallen sowohl gleiche Punktzahl wie auch gleiche Anzahl Tore haben. In diesem Fall sage ich einfach, die Sortierung ist beliebig, beziehungsweise soll hier dann die Reihenfolge des Einfügens beibehalten werden. Das geht vor FC St. Gallen. Was ich hier machen könnte, wenn ich das definieren, durchdefinieren möchte, kann ich sagen, ja, sortieren wir halt alphabetisch, ist vielleicht sportlich nicht wahnsinnig fair, aber ich kann dann einfach auf den Namen achten. Und dann x.team.compareTo y.team mitgeben. Also ich nutze die StringCompareTo-Methode, um das alphabetisch aufsteigend zu sortieren. Mal schauen, ob das klappt. Das hat geklappt. F kommt vor G. Und dann ist jetzt FC St. Gallen vor dem Grasshopper Club Zürich. Damit wäre die Tabelle nicht nur einigermaßen schön formatiert, sondern auch korrekt sortiert. So, ich werde das dann gleich mal Git hinzufügen. Implemented Multi-Criterion Sorting for Table Output. Und pushe das. Dann haben Sie hier, ja, das ist mein Commit. Und ich stelle das Repository gleich noch auf Public. Dann können Sie das mal in Ruhe anschauen und dann entsprechend auf das Super League-Projekt verwenden. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.